nicht mehr angesagt. Ja, Jetzt jetzt brauche ich. aber. Ja, ich gehe auch Vergiss dann das ganz schnell weg. Knuddelchen nicht. Nein, alles gut. 129. Wie sind wir denn schon zu hören? Ich habe hier keine. Ich mache gerade einen Test. Hattest du eigentlich das schon mal versucht mit den Classics? Noch nicht, ne? Nein, noch nicht. Aber da arbeitest du dran oder das kommt irgendwann auch noch raus. Das, es kommen noch die Classics, ja. Cool. Dazu vielleicht später mehr. Mal gucken. Apropos Okay. Classic, wir müssen auch noch über meinen Samstag sprechen, aber Das machen wir jetzt. aber jetzt noch nicht öffentlich, Miriam. Das machen wir Nein. nächste Woche in Ruhe. Also dein Samstag, also wir wollten ja noch was anderes Nein, ich habe anfangen. nächsten Samstag schon was Schönes. Ja, spiel als die Challenge 10-mal durch und dann will keiner mehr mit dir spielen. Es will sowieso keiner mehr mit mir spielen. Doch, wir spielen noch zusammen, habe ich doch versprochen. Wir machen eine Silvestrig-Geschichte noch, aber das erzählen wir später. So, ich Ton fange nochmal läuft, an. Kamera läuft und ich bin weg. Super. Tschüss. 129 oder Tschüss. 169? Hunger. Welche Nummer waren wir? 129. Dann versuche ich mal mein Glück. Herzlich willkommen zur 129. Ausgabe vom Audio-Stammtisch. Wer uns jetzt auf Twitch hört, der muss sich nicht wundern. Es gibt kein Bild, und es ist ein Audio-Stammtisch. Und wer sich dann noch wundert, dass nach einer Stunde Feierabend ist, das liegt daran, dass wir nur die erste Stunde sozusagen frei übertragen. Den Rest gibt es exklusiv für unsere Podcast-Unterstützer auf Patreon und Steady. Da findet ihr alle Infos auf www.retrokompott.de. Und meistens ist hier eine tolle Runde auch schon am Anfang. Und ich gucke mich mal um, ob wir auch heute eine tolle Runde haben. Denn die ersten haben sich schon am Tresen versammelt und wollen wahrscheinlich von ihren spannenden Spieleerlebnissen berichten. Ja, direkt neben mir sitzt der Ingo. Hallo, Ingo. Ja, hallo. Ja, alles gut bei mir soweit. Das hoffen wir wirklich, denn wir hatten ja, wie gesagt, ein bisschen Angst da. Bei euch war ja wirklich Land unter im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß nicht, ob du da Genau. hier nochmal kurz drauf eingehst, das ist ja hier nicht das Thema, aber. Ich fand es toll, dass du auf jeden Fall trotzdem mit dabei bist jetzt, weil ich denke mal, du hast andere Sachen im Kopf Ja, als. es lenkt auf jeden Fall ab, wenn man mal halt dann auch mal über andere Themen spricht und man kriegt ja auch so viele Einzelschicksale mit und das möchte ich halt heute Abend auch mal ein bisschen ausblenden. Dann hoffen wir, dass wir da ein bisschen zu beitragen können. Wir wollen ja auch tatsächlich, egal was gerade passiert, unterhalten. Das haben wir auch schon mit der ganzen Corona-Pandemie versucht, auch wenn wir privat ganz andere Probleme haben im Augenblick. Siehe unser Museum in Hamburg. Wir haben immer gesagt, wir machen weiter, wir ziehen das durch, wir wollen zumindest. Immer noch ein bisschen Freude verbreiten. Ja, wer möchte noch heute Freude verbreiten? Der Martin ist da. Kater 17 Red. Hallo. Ja, hallo zusammen. Das werde ich versuchen, heute ein bisschen Freude zu bereiten. Mal sehen, ob es gelingt. Theoretisch ist der Danny da, der hat zumindest den Stream gestartet, aber jetzt hat er sich schon gemutet, aber wir grüßen ihn schon mal so im Hintergrund. Unser Sidekick ist natürlich auch im Hintergrund dabei. Ja, dann haben wir natürlich auch unsere Frauenquote erfüllt. Miriam, du bringst uns heute richtig viel Freude, oder? Aber natürlich, mir scheint die Sonne aus den Augen. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und freue mich auf einen richtig schönen Stammtisch mit euch. Das ist schön. Dann kommt der nächste in der Liste, der Patrick. Nee, das bin ich selber. Ich grüße mich nicht. Wir gehen über den großen Teich. Arne. Hallo, Arne. Hallo. Ja, das war kurz und präzise. Ja, dann lasst den Stammtisch beginnen. Nochmal zur Info. Jeder kann hier mitmachen, auch ohne Anmeldung. Einfach, wer Bock hat, kann sich zuschalten. Es geht über Teamspeak. Da stehen auch alle Informationen auf redkompott.de. Man kann auch zwischendurch dazukommen, kommen und gehen, wann man will, wie an einem richtigen Stammtisch. Also ein offenes Format. Wer Bock hat, da mitzumachen, mit uns zu quatschen, über seine eigene Retro-Erlebnisse zu sprechen, kann dies jederzeit tun. Ja, hat jemand eine spannende Retro-Geschichte? Weil ich bin schnell durch. Ich habe Mario nicht weitergespielt auf dem Game & Watch, beziehungsweise, um ehrlich zu sein, ich bin nicht weitergekommen. Ich hänge wie vor 2 Wochen oder vor einer Woche bei Level 8.2 und ich gebe es bald auf. Also das war meine Spielerfahrung. Ja, ich habe vielleicht ein anderes wichtiges Thema, und zwar das Steam Deck ist ja gerade zum Bestellen veröffentlicht worden, aber ich kann es nicht bestellen. Also der Danny hat gesagt, ich muss mir das bestellen und geht nicht. Ja, Bei aber mir das Problem haben geht bei noch mir auch nicht. andere. Die ganze Seite ist zusammengebrochen bei denen. Was kostet das Ding nochmal? Zwischen 300 und 600 Euro irgendwie. Nee. Ich warte noch auf mein Aya Neo und ich denke mal, da werde ich das gleiche mitmachen Es können. ist aber halt wie ein Spiele-PC, also wie so eine PlayStation 4 portabel. Und das ist Also eigentlich wenn das ganz nett. mit den Daten stimmt, werde ich wahrscheinlich sogar zuschlagen im Dezember, weil die Grundidee ist geil, dass du halt alles, was du von Steam hast, darauf spielen kannst in Top-Qualität und zusätzlich stand drin, kann man es auch als PC benutzen. Alle GOG-Sachen sollen fehlerfrei laufen und auch diverse Windows-Sachen. Und Ja, und das ist das natürlich, das ist super. Also vor das finde allem, ich eine tolle was Idee. ich total toll finde, dass du das dann halt auch irgendwie gut streamen kannst, weil ich habe ja hier auch keinen Platz für noch einen weiteren Rechner. Also ich muss wahrscheinlich über kurz oder lang doch vielleicht noch mal einen PC kaufen, wegen noch anderen Gründen, weil spätestens wenn der Mac dann halt auf die ARM-Architektur komplett geschwenkt ist, dann kann man ja halt auch nicht mehr Windows und diese klassische Software auf dem Mac laufen lassen.
Und dann bietet es sich halt an, irgendwie so einen Windows-Rechner vielleicht doch mal zu kaufen. Allerdings stört mich das, wenn der halt zu groß ist. Und ich habe irgendwie auch keinen Platz dafür. Und ich möchte halt auch nichts Lautes haben. Und so wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle, ist das Steam Deck die eierlegende Wollmilchsau. Und die ist wahrscheinlich ganz leise. Hat möglichst keinen Lüfter, den man nicht hört. Und man kann es in den Docking Station reinsetzen und dann halt auch dann am Monitor mal nutzen. Ja, man weiß ja leider noch nicht, was es wirklich wert. Ich meine, das kam viel zu schnell, diese Ankündigung, finde ich. Wie aus dem Nichts. Die haben echt gut stillgehalten vorher. Ich hoffe es auch. Ich würde es toll finden. Und das wird für mich auch vor allem Sinn machen, weil ich bin ja ein Gegner von digitalen Spielen. Die kaufe ich mir eigentlich ja auch nicht normalerweise. Aber wenn man die dann auf der Konsole spielen kann sozusagen, dann macht Steam für mich tatsächlich das erste Mal Sinn, weil ich spiele nicht gerne Steam-Spiele, einfach aus Prinzip nicht. Aber tragbar unterwegs finde ich das eigentlich eine ganz geile Sache. Und wenn man dann vielleicht noch ein, zwei Emulatoren darauf schmeißt, das Ding wiegt 600 etwas Gramm, habe ich gelesen, wenn das stimmen sollte, ist ja das schon eine tolle Alternative. Und es gibt hier in allen Preisklassen, wie gesagt, ja, welches Display und welche Speicher man will. Aber man kann es im Augenblick tatsächlich nicht bestellen. Ich wollte auch einen vorbestellen. Er stürzt beim Bestellvorgang ab bei mir auf ein System. Also der Gramm klingt ganz schön viel. Die Switch wiegt so um die 300 oder 400, oder? Das kann sein, aber wie gesagt, was man da machen kann, wäre für mich jetzt, für mich persönlich viel besser als ein Switch. Mein Gott, wenn wir auf Twitch streamen, kann ich nicht Switch sagen. Wäre viel besser als ein Switch, weil ich halt, wie gesagt, ja im Endeffekt ein portable PC hab dann, wie Ingo schon sagte, weil ich auch alle GOG-Sachen drauf spielen kann, zum Beispiel und ähnliches. Das finde ich schon ziemlich geil. Brauche ich nicht viel Motten, da kann ich einfach drauf losstarten, ohne viel Stress zu haben. Wenn die ganze Sache haptisch gut ist, das weiß man natürlich nicht. Sah gut aus, aber da gibt es auch keine Produkte, die irgendjemand getestet oder gesehen hat. Bis vor 2 Tagen wusste es ja keiner. Naja, wie gesagt, ich habe mir das Aya Neo ja vorbestellt, soll jetzt im August kommen. War ja erst für Juli angekündigt, verschiebt sich jetzt aber leider. Ich habe die Docking Station dazu bestellt und habe das Ding dann quasi wie so ein Zweit-PC, weil ich ja auch so ein bisschen Streaming-Probleme habe und wollte ich mich da so ein bisschen mehr reinfuchsen und mal gucken, ob ich den so ein bisschen missbrauchen kann dafür. Am nächsten Mittwoch ist ja der Hardware-Stream mit Danny und Robin. Da soll es ja um das Thema Streaming gehen. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Und vielleicht kann ich da ein bisschen was für mich mitnehmen. Ja, aber für mich persönlich sehe ich jetzt keinen Sinn in diesem Handheld von Steam, weil, wie gesagt, das Aya Neo deckt das im Endeffekt alles ab. Und ich denke, darauf werde ich dann auch sogar die Spiele spielen können auf dem Handheld. Und ich werde es auf jeden Fall mal versuchen. Ich weiß nicht, wie viel Speicher die Dinger haben, was du da hattest. Aber 500 Terabyte. Das ist okay, weil der Steam-Media kann, glaube ich, auch 512 oder sowas. Aber es sollen ja tatsächlich alle Steam-Spiele, auch die moderneren, vernünftig laufen. Und das finde ich wiederum ganz spannend. Ja, das soll da, glaube ich, auch ganz gut laufen. Ja, klar. Es gibt ja auch diverse portable PCs. Nur die Idee ist gut. Es kommt jetzt darauf an, wie liegt das Ding in der Hand. Ich habe keine Ahnung. Das kann man natürlich nicht feststellen so. Ich lasse euch erstmal vortesten. Und wenn das Ding wirklich der Oberkracher ist, kann ich es mir immer noch bestellen. Ja. Was etwas seltsam aussieht, ist die Anordnung der Knöpfe und des Steuerkreuzes. Die scheinen so sehr weit links beziehungsweise rechts in den Ecken zu sein. Also das müsste man wirklich mal so in der Hand halten, um das auszuprobieren. Da wird man ja wahrscheinlich kaum eine Chance haben, weil die Dinger, da jetzt schon die Seite so bis zum Vorbestellen zusammengebrochen ist, vermute ich, dass die in 2-3 Tagen gar nicht mehr bestellbar sind. Wieder für ich Wochen. Konnte gerade auf Reserve Now drücken, kam zum Checkout-Prozess und dann gab es eine Fehlermeldung. Und dann ist er bei der Bezahlung abgestürzt. Bei mir, ja. Genau. Bei mir auch. Ja, so ein Müll. Ja, ihr seid nicht der Einzige mit dem Problem. In der anderen Retro-Gruppe sind sie auch gerade wie blöd am Probieren, dass sie dieses Teil bestellen dann können. Sag denen bitte mal sofort, die sollen aufhören. Das kannst du vergessen, glaube ich, bei denen. Ich hatte also heute auch schon den Twitch und so nirgends bitte bestellen hier. Warum? Ja, lasst Ingo erstmal vor hier. Ja, weil ich keins bekommen habe. Ich war halt voll gehypt und wollte dann klicken und es ging nicht. Es ist immer, die Webseite war dann zum Teil auch kaputt. Da erschien nur so ein Hashtag statt dem aktivierten Knopf zum Bestellen und ich konnte es nicht bestellen. Und ich habe mich dann echt voll aufgeregt und dann habe ich es mir wieder ausgeredet, dass ich den Scheiß eh nicht brauche. Aber ich hätte es auch, glaube ich, anders sehen können, wenn ich es jetzt bekommen hätte. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich voll gehypt, aber jetzt bin ich gerade nur gefrustet, dass ich keins bekommen habe. Also ich finde, die Hardware sieht jetzt zumindest auf diesen Bildern schon extrem gut aus und finde ich auch viel besser als alles andere. Also ich habe das Gefühl, so wie das hier aussieht in diesem kleinen Vorschau-Bild. Ein kleiner Hinweis, jetzt geht es. Nein, bei mir nicht. Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Ich habe es in dieser Sekunde gemacht und jetzt hat er mir gesagt, Sie haben 450 Punkte verdient, Sie haben jetzt Ihre Bestellung abgegeben und im Dezember melden wir uns wieder. Oh, du Schwein, ich hasse dich. Mann, du Schwein, Sache. Bei mir geht es nicht. Die Server sind busy, es steht hier. In dieser Sekunde das erste Mal. Nee, also das ist scheinbar nicht. Es geht, es geht, es geht. Nein, nein.
Soll ich euch doch, irgendwie eine Windel dann, bringen, bevor ihr auch pullert vor Freude? Das wird immer schlimmer hier. Dieser Stream wird Ihnen präsentiert von Granu Fink. Psst, bitte stör mich nicht. Oh, Ingo, hochkonzentriert. Bei dir stürzt er nach PayPal ab oder was auch immer du da einstellst. Ah, schön. Oh Mann, lad. Lad doch. Geil. Sie sind live dabei, wie verrückte Retro-Nerds versuchen, eine Handheld-Konsole zu bestellen. Bitte mal. Ja, ihr seid live dabei. Wie Sorgen, kann man denn bezahlen, was schnell geht? Die Sorgen eines Early Adopters. Ah, geht Ingo nicht. Nein, da gab es einen Fehler. Oh Mann, und dabei, ich bin doch jetzt hier PlayStation abgehärtet, Xbox abgehärtet, ich hab sie alle, aber... Vielen Dank für Ihre Transaktion auf Steam, Ihre Bestellung ist gebucht. Nee, der hängt bei PayPal. Ja, hat er bei mir auch, habe ich dreimal versucht, dann ging es. Hier, beim Initialisieren und Aktualisieren ist ein Fehler, ja. Genau, dann machst du's, aber es ging jetzt, ich hab's einmal jetzt geschafft, tatsächlich. Ja, dann hört doch mal alle auf, bitte. Geht mal alle bitte runter. Bei Steam direkt, auf der Steam-App. Miri, weg. Jetzt will ich auch, hey. Miri, weg. Also ihr seid der Hammer, das ist so geil. Oh, jetzt mache ich erst recht, nur um dich zu ärgern, stell ich mir jetzt eine. Miri, weg. Aber wie gesagt, ich habe ja seit Monaten überlegt, warum ich keine Twitch brauche und ich brauche Twitch. Switch. Nein, schon scheiße. Diese Dinge heißt alle. Keine Switch brauche. Du meinst Nintendo Twitch? Genau, die Nintendo Twitch, die switcht mich voll an. Nein, die tut sie eben nicht. Und das ist jetzt wirklich was Interessanteres für mich, denke ich mal. Mal gucken. Also sagen wir mal so, mich nerven ja die Nintendo-Spiele allgemein. Also ich kann mit den Exklusivtiteln nicht viel anfangen. Willkommen im Club. Ich finde die zu knuddelig. Ja, jetzt hoffe ich nur, dass Sony nicht noch ein Handheld rausbringt. Das Gerücht gibt es ja auch immer noch. Weil da würde ich auch schon wieder anfangen zu zucken wahrscheinlich. Also, ich bin jetzt bei Steam. Ja, und da kannst du einfach nach dem Steam Deck suchen im Shop und da kannst du da für 4 € eine Vorbestellung tätigen. Ja, aber ich komme jetzt nicht mehr durch. Also ich habe jetzt schon 10-mal probiert. Du wirst gleich hören, dass Miriam es hinbekommt. Mal gucken. Oh. Ja, warte mal. Moment. Ja, ich kann sie dann anschließend nochmal verkaufen. Ah, jetzt kommt's. Es kommt! Oh, Ingo, wir sind im Audio, vergiss das bitte nicht. Moment, es kommt der nächste Screen. Moment, warte. Wir sind live, Ingo. Ich will das jetzt hier bestellen, aber kann ich hier gar nicht. Warte mal. Oh, ihr seid echt der Hammer. Schönen guten Abend. Guten Abend, hier ist gerade Ekstase, ganz vorsichtig. Du musst dir schnell das Steam Deck bestellen. Ja, warte. Ich habe schon 2. Nein! Das Steam Deck? Wieso habe ich denn 2 bestellt, ja. Oh, Ingo, beeil dich. Warte. Moment, warte. Klick. Oh, Ingo. Sekunde. Warte. Ingo. Ja. Nein, Moment. Jetzt kaufen. Moment. Also ich finde hier nichts, ganz ehrlich. Kaufen. Warte. Es hat geklappt. Ich hab's. Nein, warte. Ich hab's. Ja. Ich hab einen. Ja. Ich krieg immer nur das scheiß Video hier. Ich kann's drucken. Für 4 € habe ich die gekauft. Super. Ich kann's ausdrucken. Ja, es hat funktioniert. Juhu. Bei mir auch. Also, nehmt alles zurück. Das Ding ist der Hammer. Also, was hast du für eine Version? Ich wollte mich jetzt nur aufregen, wie scheiße es ist, aber jetzt habe ich eins, jetzt finde ich es toll. Was hast du gekauft? Du hast dich ja vorhin schon aufgeregt. Ich habe die kleinste gekauft und es hat jetzt geklappt. Als nee, Ich wollte die exklusive Tasche, deswegen habe ich mir das größte gekauft. Nein, ich habe mir das billigste jetzt geschossen. Aber es ist ja auch nur eine Vorbestellung, aber die müsste ja eigentlich dann honoriert werden. Das müsste man dann ja sicher haben, genau. Die haben jetzt nur so viel angenommen, wie sie auch produzieren werden. Nur wo muss man die Adresse eingeben? Ich habe gar keine Adresse eingegeben. Du bist über die Switch-App, über die Steam-Geschichte reingegangen. Da bist du doch registriert, Ingo. Ja, ach das so kann sein, dass man das dann nochmal updaten muss, deine Adresse. Weil du bist registriert bei Twitch. Du bekommst eine E-Mail, sobald du sie bezahlen kannst und dann kriegst du so geliefert. Ja, ich kann sie nicht bezahlen. Also so. Genau, du musst ja jetzt nur $5 bezahlen. Du hast ja noch gar nicht bezahlt für das komplette Ding. Nur für die Reservierung. Wenn ich die jetzt storniere, dann habe ich die verloren, die $5 oder 4 € oder 4 €. Wenn du es behältst, kriegst du es angerechnet, genau. Ja gut, also 4 € ist mir das jetzt mal ein Spaß wert. Ich würde mal sagen, die werden die Menge nicht produziert kriegen. Das sage ich dir jetzt schon. Genau, wenn hier schon 6 oder 7 Leute durchdrehen oder so, ja, dann wird das aber seit gestern finde, die Server dich. Ach so, ja, du musst dann länger warten wahrscheinlich, ne? Es ist dann nur so ungefähr, wann du es bekommst, wurde bei mir nur so ungefähr angegeben. Also bei mir stand erstes Quartal 2022. Ja. Das heißt,
wann immer das dann ist. Ja, bei mir auch irgendwie 2022. Das heißt, ist es jetzt schon die nächste Batch oder haben wir die erste nicht bekommen? Das heißt, dann wann kann man ja eigentlich. Kriegst du deins, Phil? Ich bin noch im, also im Dezember diesen Jahres. Genau, dann hast du die erste Charge sozusagen dir gesichert. Ja. Genau. Warte mal. Welche Version habt ihr genommen? 549 oder 679? Ich habe 399 genommen, die kleinste. Es gibt ja drei. Palmiga schreibt, statt erwartet auf die Palra, warte ich auch, aber die war mir vom Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich zu teuer, weil da natürlich solche Sachen nicht drauflaufen werden. Aber auf die warte ich auch nochmal eher. Wo steht denn das Bestelldatum drin in der Mail? Ich sehe nur gerade, was ich bestellt habe, die Deposit. Also ja, die Bestellung voraussichtlich möglich, erstes Quartal 2022. Warte mal, wo steht das? Bin ich doof? Das steht direkt auf der Seite von Steam. Also du, so, ich meine jetzt bei der Auftragsbestätigung. Ich habe ja eine Auftragsbestätigung bekommen, da steht nichts drin bei mir. Ja, aber du hast jetzt quasi das Vorrecht, wenn du die im ersten Quartal bestellst, dass du sie dann auch bestellen kannst. Genau. Ja. Ja. Das ist ja wie bei Turrican hier. Ich habe hier ein Flashback, wie damals, als wir uns alle dieses Turrican bestellt haben. Und danach wollte es keinem haben. Und danach waren wir nur noch enttäuscht. Und es ist ja immer noch nicht da. Und wie findet ihr inzwischen die Turrican-Sammlung, die wir bekommen haben? Haare, ne? Ja, genau. Wobei, da freue ich mich auch noch drauf, vor allem auf die, ich habe mich da ja eher auf die Modulversion gefreut, bei Turrican jetzt, wenn die kommen, und auf die Schallplatten von Hülsbeck. Das finde ich halt echt ganz geil. Aber ich finde es langsam ein bisschen dreist, wir haben Juli, ne? Das muss man aber ganz klar sagen. Es ist schon ein schönes Rauszögern bei dem Kickstarter, also bei dem Ding. Aber ich sehe gerade hier diese Zen 2 und RDNA 2 Architektur, das ist auch von der Xbox. Oder die 3, nee, die 2. Das ist nicht von der Xbox, das ist ganz normal AMD. Ja, aber das ist doch die gleiche, also diese gleiche, hallo Marcel, also die Xbox hat ja auch die Zen 2 in RDNA2 Architektur, oder nicht? Na und? Ja, wir haben uns ja, meine ich ja jetzt aber unsere Nachzügler noch gar nicht begrüßt hier. Jetzt quatschen wir sie alle weg. Den Hass haben wir schon gehört, moin. Hallo. Dann hallo. Ist der Manfred dazugekommen, der war glaube ich auch noch nicht da eben. Hallo zusammen. Und Philipp hat sich auch noch von hinten reingeschlichen hier bei uns an den Stammtisch. Hallo Philipp. Ja, hallo. Wieso steht im Chat, du nimmst die Dynamik raus? Wer? Weiß ich nicht. Habe ich nicht verstanden. Egal, keine Ahnung. Ich lese nur den Chat mit parallel. Kann man mich ordentlich verstehen, weil ich habe hier gerade 20% Paketverlust, aber scheinbar nur eingehend. Du krächzt ein bisschen so. Also du hast, es hört sich ein bisschen übersteuert an so leicht, aber es geht. Es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Palmiga übrigens, gute Wahl. Ich habe zwei Pandoras und auf die Pyra warte ich eigentlich auch noch. Ja, aber die wird natürlich nicht ganz so leistungsstark sein wie jetzt diese Steambox. Hat natürlich auch wieder andere Vorteile. Das ist auch was völlig anderes. Eben. Ich will die auch haben, aber ich finde da wirklich den Preis schwierig, sagen wir mal so rum. Ich fand die schon bei der Pandora extrem schwierig, aber ich liebe das Gerät ja. Ist ja bis heute mein Lieblingshandheld, habe ich auch immer gesagt. Aber die Dinger sind halt wirklich auf Deutsch gesagt Handarbeit noch. Also muss man ganz klar sagen, das sind ja auch wirklich kleinere Auflagen und Mengen. Da steckt ja kein riesen Konzern hinter. Bei Steam, die schnippen mit den Fingern und hauen eine Konsole raus, ne? Muss man leider so sagen, oder zum Glück so sagen. Aber ich finde, die Hardware jetzt sieht im Bild auch schon extrem wertig aus und ich erhoffe mir von Valve, dass sie ja auch wirklich so gute Verarbeitung und sowas liefern, was ja oft bei diesen anderen Handhelds gar nicht gegeben ist, bei diesen ganzen China-Dingern. Also ich erwarte jetzt, also so wie das aussieht, sieht es fast so aus, als wäre das so auf dem Niveau von so Sony-Geräten oder Nintendo-Geräten und das vermisse ich bei diesen anderen immer. Das müssen wir dann halt mal vergleichen, wenn wir es alle haben, ob das wirklich so wertig alles verarbeitet ist und so toll aussieht wie jetzt in den Bildern. Ich finde auch diese Schulterknöpfe, die hinten noch so dran sind und alles, also sind schon einige interessante Sachen, aber es fehlt eben auch ein Keyboard. Also da hatte ich auch erst so Bedenken, wie soll Kannst man das überhaupt alles USB spielen ohne Keyboard? Ja, aber wer will denn mit einem Handheld da mit so einem USB-Ding da noch rumhantieren? Also, aber es gibt doch wahrscheinlich ein virtuelles Keyboard. Arne, den schließt du per HDMI einen Fernseher an und packst in die Dockingstation ein Keyboard und eine Maus oder irgendwas. Und dann hast du einen ganz normalen Computer am Fernseher. Ja gut, dann ist es ja, nee, für mich ist ja das Handheld das Wichtige. Also. Aber am Handheld gibt aber auch ein virtuelles Keyboard, Arne. Das ja, super, hab ich gemeint aber gerade. Bei SteamOS gibt es das natürlich, ja, aber gibt es das auch dann, wenn ich jetzt Windows oder beziehungsweise wenn ich jetzt einfach das Arc Linux benutzen will, dann habe ich doch kein virtuelles Keyboard oder ist das richtig in der Hardware so verankert praktisch im BIOS? Nee, aber das kannst du doch installieren, du kannst doch heutzutage virtuelle Keyboards einblenden lassen auf Touchgeräten. Der erkennt ja das auch, dass es ein Touch-Display ist und dann geht das meistens immer, wenn ein Touch-Display verbunden ist, dass du auch eine virtuelle Tastatur einblenden kannst.
Ja, dann wäre es ja ideal. Also geht das bei Windows denn auch, wenn man jetzt ein Spiel startet im Vollbildmodus, dass dann auch das Keyboard erscheint? Also das wäre natürlich super, wenn man jetzt Windows drauf installiert oder Linux und das dann auch erscheint, das Keyboard. Also, aber ich weiß das gar nicht. Arne, in der teuersten Version, da gibt es auch eine virtuelle Tastatur mit exklusivem Design. Ah ja, gut, das ist aber beim SteamOS, ja klar. Wenn du Steam startest, da haben sie ja schon vor langer Zeit das mal alles so gewuppt. Ja. Dass genau. Es das alles gibt, dass man komplett mit Controller alles starten kann, ohne Keyboard, dass es ein virtuelles Keyboard gibt. Das ist klar. Wenn du das SteamOS benutzt, klar. Meine Bedenken waren nur, wenn man jetzt das normale Linux installiert oder also das Linux benutzen will, jetzt nicht diese Steam-Oberfläche oder wenn man Windows 10 drauf installiert, was dann passiert mit dem virtuellen Keyboard. Aber das werden wir ja dann sehen. Ja, Danny, wir haben uns gerade alle hier was gekauft. Wir haben jetzt alle eins vorbestellt. Bei mir sind die Reservation-Servers all busy. Shit. Das aber hatte ich eben auch. Da muss ich mal wieder auf Refresh. Jetzt verstehen wir den Kommentar aus dem Chat, weil Philipp nur trocken sagte, er hat doch schon zwei bestellt, darauf was bezogen, alles klar. Ich darf nicht bestellen. Ich darf wieso wahrscheinlich auch nicht bestellen, aber ich tue es trotzdem. Ich habe das Bild auch gepostet im Chat, da steht, mein Account ist zu jung. Ich darf am Sonntag ab 18 Uhr sind für junge Accounts wie meins, ab Sonntag 19 Uhr kann ich reservieren. Was Gott, ist denn bitte ein Account? Das ist ja süß. Wie jung? Ja, ich habe den erst ein paar Jahre. Ich habe den noch nicht so lange, den Account. Also hast du keinen Retro-Account? Also ich habe meinen schon wahrscheinlich seit Half-Life 2. Nein, stand drin, glaube ich, dass du so und so viele Wochen drin sein musst bei Steam. Eher so genau, drin. Wenn du. Genau, und ich nutze Steam so selten. Hast du was gekauft bei Steam schon mal? Der letzte Kauf muss darf höchstens einen Monat, zwei Monate zurückliegen. Der letzte Kauf ist 3 Wochen her. Dann müsste es eigentlich gehen. Komisch. Irgendwas habe ich da gelesen, aber genau weiß ich auch nicht. Ja, er zeigt es mir an. Habe ich hier gepostet. Verstanden. Man muss ihm nachlesen. Wie gemein. Ja, das ist dann wirklich ein bisschen komisch. Ich bin nur gespannt, in welcher Aufgabe Ihr Account ist zu neu, um eine frühe Reservierung vorzunehmen. Reservierung für Ihren Account sind ab Sonntag, dem 18. Juli, 19 Uhr mitteleuropäische Sommerzeit möglich. Na gut, das ist in 2 Tagen. Vielleicht hat man eine Chance. Wobei, ja, dann hast du ja wahrscheinlich erst in 3-4 Jahren eine Chance einzudringen. Meint ihr, die haben das jetzt auch schon wieder unterschätzt? Oder plant die schon? Wie kann man sowas planen als Firma? Also ich bin der Meinung, die planen in großen Stückzahlen. Und haben ja auch schon geschrieben, also das Modell, was ich haben will, das kommt ja sowieso ein bisschen später. Das ganz große Modell, das haben sie ja schon angekündigt. Die kleinen Modelle sollen wohl sofort verfügbar sein im Dezember und das große soll wohl erst Anfang nächsten Jahres dann kommen, aber das stört mich nicht. Was aber kann das denn mehr? Das Display ist besser und noch das Display ist besser. Und Speicher. Ah, okay. Aber das ist halt, mich interessiert das nicht. Ich will das Gerät haben, das Gerät sieht soweit ganz cool aus. Das, was die in den Videos gezeigt haben zur Bedienung, sah auch sehr, sehr gut aus. Ich habe damals, wie gesagt, auch den Steam-Controller, den habe ich auch jahrelang benutzt. Fand ich nicht schlecht. Also ich denke schon, dass die ihr Handwerk da verstehen. Klar, das Gerät ist teuer. Den Christian bei uns. Entschuldigung, dass ich einmal zwischenhake. Hallo Christian. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Du klingst ein bisschen blechern, also hast du das richtige Mikrofon an? Eigentlich ja. Warte mal, ich prüfe das nochmal. Moment. Bisschen reduzierter als sonst, ja. Ja, und ja. Zum Thema verrückte Sachen bestellen. Ihr habt doch am letzten Stammtisch über diese Design-Xbox-Controller geredet, wo ihr alle rosa Controller haben wolltet, ne? Genau. Ja, ich wäre ja für orange-gelb mit grünen Knöpfen. Mal gucken. Ich habe da auch mal in dem Layout rumgespielt. Sehr originell. Ich wollte mal gerade auf den Chat eingehen. Und zwar schreibt hier Nice to Sushi You, ob euch das nicht stört, dass das Gerät nur 720p hat, also kein Full HD. Wobei ich persönlich sehe das jetzt nicht als ein Problem an, weil bei der Auflösung, also bei der Größe vom Bildschirm, ist 720p eigentlich ausreichend und ich nutze das Ganze nur als Notlösung auf dem Desktop zum Streamen. Also das wäre jetzt bei mir so der Hauptanwendungsfall, dass ich halt eine unterwegs mir gerne holen sowas. Unterwegs und halt, dass man halt davon streamen kann. Und 720p zum Streamen ist absolut ausreichend, finde ich. Ja, und Famiga fragt, ob alle Spiele laufen, und das sehe ich auch wie Brotbox. Soweit ich es verstanden hatte, in gewissen Einstellungen soll wirklich so gut wie alles laufen. Und das würde ich schon wieder fast sensationell finden dann. Also ich denke mal, das Ding wird. Ja? Das ist aber ein bisschen sehr optimistisch, weil das ist ja ein Boden drunter. Dann läuft noch nicht alles. Nein, aber klar. Die wollen ja jetzt noch Support für diese Anti-Cheat-Techniken einbauen. Und das bin ich mal gespannt, wie sie das umsetzen wollen.
Ja, aber du kannst mit dem Ding machen, was du willst. Du kannst es ja auch einfach formatieren und dann Windows draufknallen oder Linux. Ob dein Windows drauf laufen wird, ist nicht 100% klar. Doch, da stand, doch, stand, doch, stand doch, drin, doch. Windows 10 wird 100%ig laufen, plus die Programme darunter. Stand drin. Sie so, haben einmal kurz Test. Ob es jetzt besser funktioniert. Jetzt hast du so ein bisschen Aquarium, aber... Das ist aber komisch. Also ist, jetzt, hier ist alles richtig eingestellt und beziehungsweise auch alles so wie immer eigentlich. Also, das klingt sehr boxy. Okay. Klingt ein bisschen wie Telefon, aber es geht noch. Da muss das hier aber irgendwo an Teamspeak liegen. Weil die Soundeinstellungen sind so wie immer. Ich habe auch gerade meine Testaufnahme gemacht. Es fehlt etwas, das ist die Bässe. Als wenn du irgendwie am offenen Fenster sitzt oder sowas ein bisschen. Ja, das tue ich auch, aber... Achso, dann war es tatsächlich ein Auto eben, alles klar. Das Mikrofon schirmt aber eigentlich alles seitlich ab, von daher komisch. Jetzt geht's auch, alles gut, man hört dich ja gut, das ist ja nicht das Problem. Na, ich bin bei den Sachen da jetzt auch gespannt, aber ich habe immer nur Angst, dass sie sich verplanen mit den Mengen, dass selbst eine Firma wie Wolf oder Valve das nicht korrekt einschätzen kann, wenn da plötzlich so ein Hype drauf losgeht. Weil auch da werden doch Teile schwer lieferbar sein wie bei anderen Geräten, oder gibt es das alles wieder? Das, was die wohl verbaut haben, gibt's wohl. Wird man dann sehen. Also klar, das ist jetzt wenig, kann man jetzt, das ist eine Spekulation, was wir hier betreiben. Das ist halt in die Glaskugel schauen. Das kann keiner sagen, ne? Aber ich denke schon. Hat ja keiner gerechnet, dass die jetzt das aber ich denke, aber ich denke nicht hauen. Ich denke schon, dass die sich halt irgendwie die wissen ja, was auf dem Markt los ist, und dann werden sie nicht jetzt irgendwie ein Gerät auf den Markt schmeißen, wo sie dann erstmal die Leute ein halbes oder dreiviertel Jahr vertrösten müssen. Dann würden sie den Launch ja ein halbes Jahr rausschieben. Und die werden auch keine Technik raushauen, die nicht vernünftig funktioniert, weil das könnte sich nicht erlauben, glaube ich. Das Gerücht war im Übrigen schon vor, also es wurde schon geleakt vor ein paar Monaten, und ich habe witzigerweise gestern Nachmittag, kurz bevor das dann in den USA veröffentlicht worden ist, hatte ich dann nochmal nachgegoogelt, um zu gucken, wie weit das Gerücht denn vorangeschritten ist. Das muss irgendwie so im April oder Mai gewesen sein, wo das geleakt worden ist, dass sie an einem Gerät arbeiten. Also so ganz frisch ist es nicht. Aber die stoßen halt in die Lücke von Sony. Weil eigentlich, Sony ist zu langsam im Augenblick. Genau. Ja, eigentlich wäre das jetzt so die Ausrichtung, die gleiche Zielgruppe wie Sony eigentlich. Ingo, du hast eine Sache, darfst du nicht vergessen. Wie viele Millionen Leute benutzen fast ausschließlich Steam zum Spielen? Wie viele Leute haben die da? Und die haben natürlich eine ganz andere Softwarebasis und Möglichkeit als jetzt Sony. Weil wenn jetzt die Xbox so ein Ding portabel rausbringt für den Game Pass, das wäre wieder noch spannend. Aber wenn du Zugriff hast auf die Steam-Bibliotheken, das ist schon eine gute Sache. Ich habe da ja auch einige hundert Spiele drauf, und ich habe zum Beispiel auch viele Mac-Spiele, die mittlerweile halt auf 64-Bit nicht mehr laufen. Und da laufen halt nur die PC-Version, und da brauche ich halt dann auch eine Plattform. Und wenn ich mir jetzt halt irgendwann mal dann den ARM-Mac kaufe, dann kann ich halt auch die ganzen Spiele darauf dann halt auch nicht mehr zocken, also beziehungsweise die ganzen PC-Spiele darauf nicht mehr zocken. Hat irgendwer von euch schon mal SteamOS benutzt? Ich habe das ehrlich gesagt noch nie benutzt. Ja, ich auch nicht. Nein. Und wie ist das so? Es kommt auch wieder darauf an, was du machen willst. Wenn du wirklich nur mit zocken willst, und dafür ist es ja gedacht, dann läuft das wirklich gut. Läuft teilweise tatsächlich besser als die Windows-Version bei manchen Spielen, weil das wirklich genau darauf abgestimmt ist, und du hast halt nicht so viel im Hintergrund laufen. Logischerweise, da hast du dann halt mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung. Beispielsweise bei Rust, das war ein ganz früher Port, der dahin portiert worden ist. Das läuft prima. Jetzt sind die letzten 1 bis 2 Jahre kamen extrem viel Umsetzungen, weil die Vulkan-Unterstützung mit reinkam, etc. Also da geht etliches tatsächlich. Ja, cool. Also worauf benutzt man das, SteamOS? Das kannst du auf jedem PC installieren. Gut, aber das ist ja... Das war ja ursprünglich für die diese Steam-Boxen gedacht, die ja von Firmen da rauskommen sollten. Steam Machine, glaube ich. Steam Machine, genau. Die sind ja auch rausgekommen. Und da war das vorinstalliert. Genau, die sind leider gefloppt. Aber wie war denn das? Also da lief dann SteamOS drauf, ne? Genau, standardmäßig lief SteamOS drauf, aber damals war eben genau die angesprochene Problematik mit dem Vulkan und so weiter. Das lief alles halt nur so halbgar. Und dann haben die Leute sich halt eben darauf Windows 10 installiert. Und dafür war das halt eben zu teuer. Weil eine gute Steam Machine lag, glaube ich, damals irgendwas bei 850, 900 Euro. Und das ist für die, im Vergleich zu den Komponenten, die da drin verbaut sind, ist das einfach viel zu teuer gewesen. Damit haben sie sich halt eben verzockt. Aber was funktioniert hat, und das hat wirklich sehr gut funktioniert, das war dieser kleine Adapter fürs Wohnzimmer, diese kleine Streaming-Box, wo du halt eben von deinem
Haupt-PC auf deinen Fernseher streamen konntest und dann halt eben auch mit diesem Steam-Controller. Das hat wirklich wunderbar funktioniert und die hatten da auch eingangs etwas Probleme, und zwar mit der Skalierung. Wenn du dann halt eben einen 4K-Fernseher schon gehabt hast, dann waren die Schriften halt viel zu klein. Aber das konnte man später das irgendwie dann auch, kann mich dann auch bei Diablo konnte ich dann irgendwie dann die Schriften dann größer stellen. Aber wenn du jetzt eine Dockingstation für diese Handheld hast, hast du ja im Prinzip auch wieder eine Steambox in der Form. Ja, einen PC hast du dann. Aber das interessiert mich alles nicht. Mich interessiert das Handheldgerät. Ich finde die Spezifikation sehr, sehr, sehr interessant. Und es ist halt eine Architektur, die halt, das haben sie ja in dem einen IGN-Video, da haben sie sich auch hingestellt, haben gesagt so, wir verkaufen das Ding zwar als Steam Deck, aber was sie damit macht, ob ihr dann Windows drauf spielt oder Linux oder nur unser SteamOS nutzt, das ist euch, da wollen wir dem Anwender keine Barriere vorlegen. Und das war für mich, das fand ich ein sehr, sehr gutes Argument. Das ist sehr fair auf jeden Fall, ja. Das heißt, du brauchst darauf ja gar keine Steam-Spiele spielen. Nein, also ich würde das Ding wirklich nehmen, ich würde dann Windows raufknallen und ich würde das wahrscheinlich überwiegend dann für GOG und für die Epic Games nutzen wollen, aber dann im Handheld. Und bei Epic, dann müsste ja Steam trotzdem laufen, logischerweise über Steam-App, ne? Ja, theoretisch ja, aber das interessiert mich nicht. Ich will die alten Sachen damit zocken. Die alten Sachen, die halt eben auf diesem Ding halt eben wunderbar funktionieren werden. Also, wie geht das denn bei den SteamOS? Sind das spezielle Umsetzungen der Spiele dann? Warum ist das dann Windows-kompatibel? Das verstehe ich nicht ganz. Das ist ein Linux. Da läuft Linux und dann wird halt eben ein... Nee, das sind die Windows-Versionen über Proton. Genau, aber Proton oder Wine, ne, war das, glaube ich, immer. Ne? Proton ist ein Wine-Volk. Proton ist das Wine-Volk. Wie geht das rechtlich? Hast du da automatisch eine Windows-Lizenz da drin? Das verstehe ich nicht. Du brauchst keine Windows-Lizenz, du hast ja kein Windows. Du hast eine Reimplementierung der Windows-Funktionen, die nötig sind, um die Spiele zum Laufen zu bringen. Das reicht für AAA-Spiele, ist ja irre. Na klar. Das spiele ich die ganze Zeit her, wenn ich irgendwelche Windows-Spiele-Sachen habe. Das meiste ist da ja eh so, was weiß ich, OpenGL oder Vulkan-Sachen. Da sind ja nur wenig Windows-Funktionen, ja, die wirklich abgerufen werden, glaube ich. DirectX solltest du schon etwas nicht unterschätzen. DirectX 3D ist ein großes Thema. Wird das dann von Proton auch neu implementiert anscheinend? Ja, das wird auf Vulkan gemappt. Dann gibt es ja das DXVK. Was also, finanziert die Entwicklung davon. Aber das andere, was man auch bedenken muss bei SteamOS, ist, dass alles mit diesem, damals auch mit diesem Steam-Controller funktionierte. Ne? Das wurde also alles darauf auch so, dass man auch die Knöpfe richtig gemappt hat und mappen konnte und alles. Da haben sie schon viel Arbeit reingesteckt, dass das alles so sozusagen eine gute User-Experience wird. Da muss man aber genau schauen mit dem SteamOS, was das ist, weil es jetzt eine neue Version ist. Die alte SteamOS war ja Debian-basiert, die neue ist jetzt Arch-basiert. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon länger raus ist, aber ich denke, die wird schon noch ein bisschen anders sein als die alte. Kann man sich ja angucken jetzt schon, wenn man möchte. Bestimmt. Was für ein Display ist das denn? Ein OLED oder ein normaler? Ist leider nicht angegeben. Naja, aber es gibt verschiedene Versionen. Wenn es OLED wäre, hätten sie es fett dazu geschrieben. Das glaube ich auch. Was aber fair ist, ist zum Beispiel auch direkt eine Tragetasche im Bundle dabei ist, weil sowas musste man sich ja damals bei der Switch einfach teuer zukaufen. Naja, der Preis ist nicht fair. Also das ist schon ein ziemlich armer Preis, 680 Euro. Aber wie gesagt... Für die kleinere Version ist es ja 300 etwas. Das ist schon ein ganz netter Preis dafür dann. Ja, aber dann bist du halt wieder beschränkt mit den 64 GB oder was das sind. Und ich glaube auch, dieses hochwertige und vor allem entspiegelte Display mit geätztem Glas, das heißt, es ist auch sehr kratzresistent, das macht schon einiges aus, weil ein Handheld hast du ja halt eben in der Hand und der ist wirklich immer mit ganz sanften Händen angefasst. Das muss schon ein bisschen was abkönnen. Deswegen, ich glaube, du kannst. Ja. Deswegen tendiere ich halt eben auch zu der teureren Variante, sofern ich sie denn überhaupt vorbestellen kann. Und wenn nicht, ist es auch nicht so wild. Aber ich finde, das Ding auf jeden Fall nett. Du kannst ja erst Sonntag, stimmt, da war ja was. Du kannst ja, glaube ich, auch deine Tastatur... die Möglichkeit, dass man das im Januar dann bestellen kann. Ich habe übrigens auch jetzt bestellt und gehöre jetzt auch in die Riege der Wartenden. Welche Person hast du denn bestellt? Ja, ich wollte doch gar nicht hier. Ja, was hast du denn bestellt? Ja, das teuerste natürlich. Du auch. Ja, klar. Ja, Miri klickt immer rechts unten. Das ist ja schon immer so gewesen. Immer volle Pulle. Immer. Ja, da haben wir doch jetzt wie viel verkauft? gekauft. Ja. Das ist schlimm. Aber wir müssen jetzt so arm. Wir haben es schon nicht geschafft, mit Mister einen Werbevertrag abzuschließen. Jetzt müssen wir eigentlich mit Valve mal reden, oder?
Ja, ich wollte euch auch gleich noch ein bisschen was über den Retroid Pocket 2 erzählen, aber machen wir erstmal hier weiter. Also erstmal müssen wir Valve anrufen und eine Werbung buchen. Also die müssen bei uns eine Werbung buchen. Sonst geht das ja gar nicht. Ja, nicht Valve, aber ja, ich sag auch mal Mame statt Mame. Eben. Ja, ich wollte noch mal eben das noch mal drauf eingehen, weil ich sehe jetzt das Bild gerade und der B-Knopf ist aber schon so ein bisschen an der Ecke da, ne? Das sieht schon etwas komisch aus, wenn das so bleibt. Also ich hätte schon lieber einen B-Knopf, der auch gerade ist wie alle anderen, aber vielleicht ist das nicht so gedacht, dass man B so oft drückt. Aber was ich wegen euch schon für Kohle aus dem Fenster geworfen habe, das kann ich schon gar nicht mehr zählen. Ja, das ist halt teuer hier, aber wir hypen uns auch immer gegenseitig voll auf. Also ich war erst auch so gar nicht begeistert, und dann im Discord ging es ab, dass alle meinten, sie wollen Steam Deck, und jetzt bin ich auch mit einmal total gehypt. Vor allem habe ich nicht letztens auch gesagt, ich mag keine Handhelds, weil der Bildschirm so klein ist für mich. Na, vor allen Dingen habe ich ja eigentlich bald ein richtig geiles Teilchen. Das ja, man kann halt nicht genug Handhelds haben. Ich habe auch so viele, ist doch egal. Ja, Hauptsache die Bude ist voll mit dem ich Zeug. Ich wollte mir eigentlich die Switch Pro gönnen, also die ja nie erschienen ist, also ja, den Nachfolger, weil die alte Switch war mir halt irgendwie auch ein bisschen zu schwachbrüstig, vor allem die jetzt noch zu kaufen. Und sowas habe ich eigentlich halt auch mal gesucht. Vor allem das Schöne ist ja, ich habe ja auch mittlerweile eine riesige Bibliothek halt in Steam, in Epic und auch GOG. Und dass ich dann halt meine Plattform hätte, wo ich das halt alles auch mal zocken könnte. Also wenn die neue Switch jetzt wenigstens mehr Performance hätte, aber hat sie ja nicht. Sie hat nur ein besseres Display. Ja, das ist also ein Witz. Und ein LAN-Anschluss, den kein Mensch braucht. Ja, ein LAN-Anschluss, ja gut. Die Switch ist ja auch nicht offen, die Switch ist ja komplett verschlossen, außer du hast diese ganz alte, wie ich, die man gehacken kann. Darauf kann ich ja auch DOSBox und sowas spielen. Da habe ich ja auch meine ganzen DOSBox-GOG-Spiele draufgepackt. Aber das haben ja die wenigsten und das kauft man dann eher für die Nintendo-Spiele, halt Mario-Sachen und so. Aber ich finde es. Ich habe gerade was gelesen und zwar gibt es schon die ersten, die bei eBay ihre Vorbestell-Tokens verkaufen wollen. Ich hab's teuer. Gesehen, ja. Hm. Ätzend, oder? Was mich bei der neuen Switch total stört, ist, warum muss man dem Ding so wenig Speicher geben? Das kostet doch alles nichts mehr. Was soll das denn? Jetzt kannst du irgendwie 4 Spiele mit dir rumtragen. Nicht mit 2, sondern 4. Also, das verstehe ich nicht. Da hätten sie mal ordentlich Speicher in dem Ding irgendwie verpassen können. Wobei, du musst ja auch 250 Euro hier für die große Version bezahlen. Also Speicher lassen sich halt auch immer noch ganz gut bezahlen. Ja. Ja, die neue hat 64 GB, ja. Das ist doch viel zu interessant wenig. Interessant ist halt die Akkulaufzeit, die wird nicht ich so meine jetzt hier sein, vom Steam Deck, da ist ja halt der Speicher auch relativ teuer. Gut, wobei du kriegst natürlich noch ein dickeres Display halt bei der größten Version. Ja, ja, von Arbeitsspeicher oder Storage-Speicher? Also Storage-Speicher. Also wie viel Arbeitsspeicher hat die denn, die Switch? 64. Ich dachte, die hat nur 4 GB, die hat doch nur ganz Moment, wenig. Moment, 64 Megabyte? Nee. Die hat viel weniger RAM. Ich glaube, die hat nur 4 GB. Arbeitsspeicher. Einmal, reden wir von Arbeitsspeicher oder von Storage? Also von der. Storage ist, glaube ich, nur 64, oder? Genau, ein Arbeitsspeicher. Ja, sorry, habe ich jetzt verdreht. Aber ja, ah, okay. Entschuldigung, mit dem Speicher. Alle haben die Geräte haben alle einen Micro-SD-Slot noch zur zusätzlichen Erweiterung. Genau, ja, das muss man immer benutzen. Also bei der Switch sind 64 GB sozusagen interner Speicher für die Spiele. Aber da kannst du ja einfach eine 400 GB SD-Karte reinpacken. Der Steam Deck hat auch einen Slot. Beim Steam Deck auch. Da werde ich auch eine 400 GB SD-Karte reinstecken. Das hat ja auch einen Slot. Also wenn die NVMe-SSD gesteckt ist, dann fliegt die raus und dann baue ich mir da halt was Größeres rein. Da kommt dann eine Terabyte rein oder sowas. Das reicht ja aus. Wie gesagt, das Einzige, was ein bisschen schwieriger ist, ist die Akkulaufzeit je nach Spiel. Ne? Die wird mit 2 bis 8 Stunden angegeben, nachdem wie komplex das Spiel ist. Das ist der einzige Haken eventuell dann, wenn man nach 2 Stunden da ein Problem hat. Aber das heißt, die hält bei Captain Balloni ungefähr 32 Stunden, ja? Das ist damit gemeint. Und hier steht auch nochmal, alle Spiele laufen, was auch eben ja der Hass sagte, alle Sachen, die mit SteamOS Linux kompatibel sind, laufen. Das sind im Augenblick über 15.000 Stück aus dem Store. Und aktuelle PC-Spiele, die kompatibel sind, laufen natürlich auch. Und wenn man die dann mit Windows startet, sowieso. Aber es hat wohl auch einen bestimmten ziemlichen Lüfter drin, weil hinten sind ja 2 Lüftungsschlitze, ne? Hinten und oben. Also da wird bestimmt einiges gepustet werden, wenn du so ein richtiges AAA-Spiel spielst. Witzig. Ich denke, das wird jedes Spiel passieren. Da hoffe ich zumindest, dass das nicht immer auf Volllast ist. Wird es aber auch nicht. Wenn die Akkuleistung auch so unterschiedlich ist, ist das, denke ich mal, sehr spielerabhängig. Also für die Sachen, die du spielen willst, die alten Sachen, ist das, glaube ich, recht entspannt.
Und es ist, ja, es ist schon toll, weil es komplett offen ist. Also ich bin jetzt auch ziemlich gehypt, also ich freue mich schon. Ja, diese Touchpads verstehe ich nicht. Ja. Also da diese links und rechts, das ist, war auch bei den Steam-Controllern ja so, da waren ja auch diese großen Flächen, genau, wo man so Touch... für Mauszeiger. Damit, so, damit soll man sogar recht gut Ego-Shooter spielen können. Das eine IGN-Video, was ich in der WhatsApp-Gruppe gepostet hatte heute Morgen, da konnte man das sehen, wie, was wurde da gespielt? Doom Eternal mit den Touchpads. Das sah ganz cool aus. Also das sah jetzt nicht so verkrampft aus, sag ich mal. Ja, und im Chat schreibt auch Inso, dass er gehört hat, dass die SSD verlötet ist. Das ist eben halt auch meine Befürchtung. Deswegen werde ich dann halt eben auch das große Modell nehmen. Weil verlötete SSD ist halt, kannst halt selber nicht erweitern. Kannst du schon, aber musst du die Gerätschaften dafür zu Hause haben. Das mittlere und große Modell haben auch eine schnellere SSD. Also eine Gen 3 mal, also vierfach SSD. Und das 64, also die 64 GB Version hat nur ein Gen 2 einfach. Ja, aber das ist ja, das Betriebssystem passt ja immer drauf und dann die Spiele müssen dann bei mir halt auf die Micro-SD-Karte, aber... Ja, klar, aber das ist natürlich langsamer. Das ist ja bei langsamer. Der Switch auch. Die ist langsam, halt aber lahm. Genau, die ist dann langsam und sowas wie Doom natürlich in der PC, also in der sozusagen in der PC-Version lädt natürlich dann wahrscheinlich ganz schön lange, weil auf der Switch lädt es jetzt nicht so schlimm, aber da wurden ja auch alle Texturen runterskaliert und so. Ja, aber ich möchte ja, das halt hauptsächlich auch für diese ganzen Schrottspieler hier von Patrick mal ausprobieren. Weil da haben wir ja so geile Spiele. Wie hieß es denn? Konntest du das letzte schon gucken, was ich dir geschickt habe? Nee, ne? Ja, es war aber leider nicht versaut diesmal. Oh, tut mir leid, Entschuldigung. Also sowas wie Among Us oder sowas war es diesmal nicht. Nice to Sushi U, nein, das Gerät kommt nicht aus den USA. Das wird dann in Deutschland versandt. Das gibt auch keinen Zoll. Nee, das machen die schon sinnvoll. Da steht auch so drin, wenn man sich das durchliest. Das wird aus Deutschland versandt und da kommt auch gar kein Zoll drauf. Muss man sich keine Gedanken machen. Den haben die dann schon vorher sozusagen bezahlt und das lagert das hier. Nee, Patrick, aber es waren diesmal einige sehr schöne Titel dabei. Die sehen gut aus, ja. Aber ich war halt irgendwie enttäuscht, dass es halt nicht diese Schrottspiele waren. Ich habe auch jetzt keine mehr. Ich kann dir die Adresse geben von dem englischen Händler, wo du die im Paket kaufen kannst. Okay, super. Nein, was ich wieder schön fand, du hast echt eine Quote gehabt, die war schon abartig. Also wir haben 10 Preise rausgehauen wieder und du hast 3 davon bekommen per Zufall. Das finde ich schon, statistisch hätte dir einer zugestanden bei 10 Karten, ne? Ja. Aber da hast du also ich habe mich trotzdem gefreut, cool. Genau. Dann kann ich ja Among Us jetzt bald auf meinem tollen Steam Deck spielen. Ja, ja. Aber gerade jetzt schon so... Immer. Jetzt mal ohne Blödsinn. Das kannst du auch in deinem neuen Format dann bei uns spielen. So genau. Indie-Spiele kommen mit Sicherheit da echt cool rüber. Und ich denke da jetzt auch gerade mit dem Videostammtisch, weil, oder jetzt hier auch mit dem Videokrieger-Format, da werden ja halt auch mittlerweile auch Adventures und alles gespielt. Und da brauche ich halt auch eine Plattform, wo man das halt zocken kann. Und ich habe ja jetzt gerade gemerkt. Du brauchst uns keine Ausrede zu sagen, warum du das Ding kaufen möchtest, Ingo. Warum? Weil du es gerade wieder machst. Ja. Er redet es sich selber doch schön. Das ist doch völlig in Ordnung. Aber ich so würde ich es mir jetzt nicht schön reden, dass ich dann irgendwelche komischen Indie-Spiele spielen kann, die praktisch auf jedem anderen Gerät auch laufen. Aber die AAA-Spiele, die spiele ich halt auf der Xbox oder PlayStation. So, und also das Ding ist jetzt hauptsächlich für diese ganzen Indie-PC-Spiele, die halt auf den Konsolen nicht erscheinen. Oder halt auch mal Strategiespiele, die spiele ich auch, halt auch ganz gerne. Und ich kann mir auch vorstellen, sowas wie Civilization 6 oder sowas kommt da ganz gut. Ja, und wie gesagt, als offenes System für Windows ist es genau, wirklich geil. Genau, das finde ich ist für mich der Kaufgrund. Du hast ein von vornherein offenes System, was du nicht hacken musst, wo du WinUAE installieren kannst, wo du alles installieren kannst, was du willst, Emulatoren, gibt's da ein Multiboot dann, dass man das andere mit drauflassen kann? Nee, ne? Ich glaube, das weiß man noch nicht. Wenn es ein normales PC-System ist, kannst du einen Bootmanager installieren. Okay, ja. Es ist ein LCD, steht hier. Ein optisch gebondetes LCD für verbesserte Lesbarkeit. Was ist ein gebondetes LCD? Keine Ahnung. Das erfahren wir später. Hört sich aber gut an, finde ich. Hat die Marketingabteilung zumindest ja gut gearbeitet. Ja. Ja, also das ist halt, hat natürlich dann auch wieder Vorteile, kann nichts einbrennen, ist ja halt auch wieder ganz gut. Aber wir reden uns so schön.
Nein, Ingo, du redest es dir schön. Wir alle anderen haben da andere Gründe. Und ja, aber Vorfreude ist die beste Freude. Ich meine, schau mal, wie viel Freude hatten wir mit dem Turrican-Paket? Aber jetzt können wir ja mal Wetten abschließen. Was kriegen wir erst? Das Steam Deck oder Turrican? Turrican. Hoffst du das oder weißt du? Ja, ich glaube es auch. Ich hoffe es. Ich dachte auch, das kriegen wir im Mai oder Juni. Also das war ja mal die letzte Planung. Da ich das Steam Deck nicht bestelle, hoffe ich, dass Turrican zuerst kommt. Ja, ich hoffe es ja trotzdem, dass es kommt. Aber da musste man ja schon im Voraus bezahlen. Das tat mir in dem Monat sehr weh. Das war gerade in der allerschlimmsten Phase, wo ich gerade bei mir ganz viel verkaufen musste. Und dann kriegst du nicht mal die Ware. Das kotzt mich schon an. Also das war, habe mich jetzt ein bisschen schon geärgert, gebe ich zu. Mal gucken. Ach, noch ein kleiner Speck. Wisst ihr, was der Hammer ist? Und da steht nämlich bei Erweiterungsanschlüsse die externe Verbindungsanschlüsse. Und es unterstützt DisplayPort 1.4 mit einer Auflösung von bis zu 8K mit 60 Hertz oder 4K mit 120 Hertz. Ja, das finde ich jetzt natürlich etwas übertrieben. Also das ist jetzt natürlich eher theoretisch, beziehungsweise, ja, ob man damit spielen kann, glaube ich zwar eher nicht, aber immerhin. Hast du einen tragbaren PC, wie du ja so wolltest. Ja. Aber nochmal zum Thema zurück, vielleicht von letzter Woche, weil du gerade was von Einbrennen gesagt hast. Ihr habt ja letzte Woche über OLED-Fernseher gesprochen und ich glaube, Arne hat da gefragt, wer denn überhaupt schon einen hat oder Erfahrung damit hat. Also ich habe seit 2,5 Jahren einen OLED-Fernseher und habe noch keinerlei Probleme mit Einbrennen gehabt. Ich habe den bei mir die ganze Zeit am Stromnetz, weil mir da gesagt wurde, dass da halt immer mal abends nach dem Ausschalten oder auch nachts dann noch irgendwelche von diesen Algorithmen laufen, die dann halt für eine Bereinigung des Ganzen da sorgen. Also ich kann bisher eigentlich nur Positives darüber berichten, wobei ich jetzt den auch nicht, sage ich mal so, 8 Stunden extrem laufen habe mit demselben Sender-Logo dann oben drin oder sowas. Also so extrem ist es bei mir jetzt bei der Nutzung nicht. Dafür ist es ja auch gedacht. Also das ist ja dann auch okay. Da passiert in der Regel ja auch dann in der Zeit nichts. Also die sind, glaube ich, auch dann so ausgelegt, dass sie bei einer normalen Fernsehnutzung oder Fernsehkonsum oder auch Konsolennutzung, ich denke mal schon, einige Jahre ohne Probleme laufen. Das Problem war halt nur, wenn man jetzt ein Hardcore-User ist und das Ganze als Monitor nutzt und dann den 10 Stunden am Tag im Arbeitsbetrieb laufen lässt. Ja, und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch, dass man die Mittagspause den durchlaufen lässt, wieder zurückkommt und vielleicht abends jetzt hier noch den vielleicht nutzt hier zum Podcasten. Wir hängen ja auch dann immer noch 6-7 Stunden hier im Stammtisch zusammen. So, und das kommt ja alles dann zusammen. Und ich habe zum Beispiel immer irgendwelche Bildschirmelemente auf dem Screen, zum Beispiel jetzt auch die Desktop-Leiste, also hier oben vom Finder. So, und wenn die jetzt natürlich dann 10-12 Stunden am Tag, ja, 7 Tage die Woche an ist und dann wird natürlich dann die Lebensdauer zumindest vom oberen Bereich dann doch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen und man soll ja auch dann eigentlich immer so zwischen 4 und 6 Stunden den OLED ausschalten, damit er sich wieder, also diese Algorithmen dann laufen lassen kann zum Regenerieren. Und wenn halt dieser Zyklus dann ignoriert wird und man lässt den halt immer durchlaufen, ja, dann dann passiert halt höchstwahrscheinlich der Einbrenneffekt, wie halt auch dann bei diesem einen Portal festgestellt worden ist, wo ich dann beim letzten Mal auch einen Link gepostet hatte. Ja, ich konnte das mit den Tests gar nicht so ganz nachvollziehen, weil ich immer so von meiner Sicht dann ausgegangen bin, wie ich den nutze, also hauptsächlich für Filme oder halt Videospiele, aber nie so extrem lange. Aber jetzt, was du jetzt erwähnt hast, das erklärt ja dann schon so ein bisschen was dazu, aber die Tests kamen mir dann halt immer so ein bisschen praxisfern vor von dem, was da so dann berichtet wurde. Genau, wobei natürlich, wenn man jetzt den als Arbeitsmonitor, als Arbeitsbildschirm nutzt, ja, das ist ja jetzt kein praxisferner Test, sondern hat man ja wirklich in einem Bereich Elemente. Ja, du hast die immer halt den Windows-Startknopf unten links zum Beispiel, immer. ZB. Oder wenn man ein Hintergrundbild hat, wo man dann halt bestimmte Bereiche dann nicht abdeckt, ja, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch einen großen Bildschirm, so einen 50-Zoll-Monitor als Arbeitsmonitor verwendet, dann hat man ja wahrscheinlich nie immer die ganze Fläche irgendwie verdeckt. Und wenn man dann irgendwie ein Hintergrundbild hat, ja, und das dann halt immer an einer Stelle irgendwo rausguckt, ja, kann es dann halt schon sehr schnell passieren. Natürlich kann man jetzt sagen, man kann natürlich die Elemente abschalten, man kann den Hintergrund abschalten, aber man möchte ja auch nicht so arbeiten, dass man jedes Mal denken muss, oh, ich verschiebe jetzt mein Fenster jede Stunde mal irgendwie von links unten in der Ecke nach rechts unten in der Ecke und oben rechts, also weißt du, was ich meine, dass man halt irgendwie da so rotiert. Das ist ja halt dann auch irgendwie nicht toll.
Im Chat hat der fünffache Tick übrigens das gebondet versucht zu erklären. Er geht davon aus, dass das heißt, auf die Frontscheibe aufgeklebt. Das ist da zumindest seine Vermutung. Ich habe da auch einen Link mal im Teamspeak-Chat gepostet. So, ich bin mal wieder kurz raus, auf jeden Fall. Hier ist ja soweit die erste Stunde um. Wir hören uns später nochmal. Vielleicht müssen wir mal gucken. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz hier ein bisschen wühlen müssen und dann schauen wir mal. Also bis demnächst erstmal. Und ja, war echt spannend, live zu erleben, wie Leute etwas bestellen und sich halten. Das war schon mal ein Schaffung. Wieder mal sehen, wie es endet. Ja, wir haben jetzt hier einige tausend Euro umgesetzt. Ihr habt ja eigentlich gar nicht bestellt. Ihr habt euch ja nur das Recht gekauft, das vorzubestellen. Ja, und das Recht können wir jetzt bei eBay ganz teuer verkaufen. Das haben wir ja eben schon gesehen. Also wir können ja dann noch mal im nächsten halben Jahr uns dann noch mal besinnen, ob das wirklich was taugt und dann verkaufen das wollen. Das Vorverkaufrecht bei eBay ist auch super. Ja, also wie gesagt, ich muss auch zugeben, ob man für das Geld nicht lieber dann direkt irgendwie noch einen PC kaufen sollte und das dann da drin. Also, den kann man so schlecht tragen. Also ich fand das Handheld schon geil. Vor allem was ja auch. Aber ich mag eigentlich keine Handhelds halt. Du magst ja nicht. Ich finde es großartig, wenn du das sagst, wo du das gerade vorbestellt hast. Oder? Ja. Also ich brauche irgendwann mal Filmfies Handheld und ich habe mir mal überlegt, warum die Switch nichts für mich ist und das könnte was für mich sein. Ich lasse mich überzeugen, vielleicht brauchst du es ja doch. Also wir erfahren das spätestens im Dezember. Ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht schenke ich es dann auch meiner Tochter. Das wäre auch vielleicht dann noch eine Idee. Kann sie dann auf YouTube gucken, genau. Genau. Nee, ich weiß es nicht. Man hört die Unsicherheit in Ingos Stimme. Er ist der Einzige von uns, der gar nicht genau weiß, warum er sich's gekauft hat. Es gibt Dinge, die werden sich nie ändern. Das ist das Schöne. Ja, ich möchte halt irgendwo momentan halt irgendwas, ich bin so ein bisschen im Kaufrausch, ich möchte irgendwas kaufen und ich kann mir jetzt mal ein halbes Jahr noch Gedanken machen. Deswegen mit dem Vorbestellen, ich finde das eigentlich ganz gut. Also 4 Euro ist mir der Spaß wert. Ja, wir lassen uns überraschen. Bis demnächst. Ja, tschüss. Tschüss. Carsten, ich wollte dich eh mal fragen, hast du das denn schon mal getestet? Also hast du wirklich mal, Carsten, hast du wirklich mal ein weißes Bild dann dargestellt auf deinem Fernseher, um wirklich zu sehen, ob irgendwo ein Einbrennen ist? Also du meinst mich jetzt wahrscheinlich, oder? Warst du nicht Carsten? Ich habe dich wahrscheinlich verwechselt. Ja, oder Martin, du warst es. Kater. Ich dachte Kater, Carsten, genau. Martin, hast du denn auch mal, ich weiß gar nicht, wie man das da macht, vielleicht mit einem angeschlossenen Computer oder so, ein komplett weißes Bild dargestellt, um zu sehen, ob irgendwo so Schatten existieren oder so? Nee, du musst alle Grundfarben darstellen. Und weiß und, genau, schwarz nicht. Schwarz ist Blödsinn beim OLED. Vielleicht nur bei YouTube, weiß, so eine Art Testfilm oder so, ja. Rot, grün und blau. Da siehst du halt dann, je nachdem, Schatten. Und das sind halt dann Einbrenneffekte. Aber ich will es selber nicht machen, weil dann guckt man halt nur noch drauf und man will die einfach nicht sehen. Also ich werde es bei mir nicht versuchen. Die Befürchtung habe ich fast auch. Ich habe auch davon gelesen. Es gibt ja auch so Test-Blu-Rays und alles Mögliche, mit denen man das machen kann. Aber ich bin einfach von meiner normalen Nutzung ausgegangen. Also ich habe zum Beispiel, was letzte Woche auch erwähnt wurde, war, dass OLEDs nicht so gut sind, hohe Helligkeitswerte darzustellen. Das stimmt nur zum Teil. Die können schon hohe Helligkeitswerte darstellen, aber halt nicht so vollflächiges Weiß. Also wenn man jetzt beispielsweise einen Film wie Fargo oder Everest, die viel im Schnee spielen, bei Schnee und Eis, wenn wir im Winter spielen, dann kann das ein LCD wahrscheinlich besser darstellen. Trotzdem habe ich bei den Filmen hier aber auch keinerlei Probleme gehabt. Also ich habe die geschaut und mir kam das zu keinem Zeitpunkt zu dunkel vor, obwohl da der Weißanteil im Bild schon relativ hoch war. Wo ich halt immer mal so ein paar Probleme vielleicht dann sehe von OLED, wobei das jetzt mittlerweile bei den neueren OLEDs sich auch schon wieder verbessert hat, das ist so bei sehr, sehr schwachem Kontrast. Also wer die letzte Staffel Game of Thrones gesehen hat, da gab es ja so eine Folge, die komplett bei Nacht gespielt hat und wo so eine Schlacht dann stattgefunden hat. Und da gab es sehr wenig Restlicht. Das war so eine Art Härtetest eigentlich für jeden Fernseher, egal ob LCD oder OLED. Und gerade bei den Sachen, wo der Kontrast sehr, sehr schwach ist, da sieht man manchmal so eine Art vertikale Schattenbildung oder Vertical Banding nennt sich das dann, glaube ich. Also das ist mir schon ab und zu mal aufgefallen, aber auch eher selten. Das liegt aber an der Kompression, an dem Material, weil gerade OLEDs sind, das ist eigentlich eine Eigenschaft, die OLEDs besonders gut können, Kontraste darstellen, also auch schwache Kontraste. Ja, dann liegt es wahrscheinlich an dem, was du sagst, weil gerade so bei älteren Filmen, also noch auf DVD, die jetzt auch keine so gute Qualität dann vielleicht haben, also die sehen, finde ich, tendenziell vielleicht auf so dem einen oder anderen LCD dann auch besser aus, weil der dann diese negativen Seiten dann vielleicht von dem schlechten Ausgangsmaterial besser kaschieren kann, als es der OLED macht. Ich glaube, der OLED
stellt das, aber da kommt es vielleicht genau auf den Hersteller an, stellt das dann schon sehr, sehr genau so dar, wie das Ausgangsmaterial halt eben aussieht. Und wenn es nicht gut aussieht, dann stellt er das halt eben auch nicht viel besser dar. Aber so im Großen und Ganzen bin ich mit der Bildqualität schon sehr, sehr zufrieden. Ich hatte kurz davor eigentlich ein LCD gekauft, eigentlich auch einen recht guten Mittelklasse von Sony. Der hatte recht guten Tests abgeschnitten, hat mir auch ganz gut gefallen. Aber was mir halt immer wieder aufgefallen ist, ist die Hintergrundbeleuchtung. Und immer dann, wenn eine Szene mal gewechselt ist, von hell auf dunkel, dann kommt halt die Hintergrundbeleuchtung zum Tragen und die arbeitet mal schnell und mal weniger schnell. Aber man bemerkt es sehr häufig. Und wo der OLED dann seine Stärken hat, das ist halt dann gerade so bei Filmen, die viel mit Licht und Schatten arbeiten. Jetzt mal als Beispiel der allererste Blade Runner. Der sieht auf 4K Blu-ray sensationell gut aus. Also es ist ein wahnsinnig gut aussehender Film. Da gibt es am Anfang so eine Szene, wo ja die große Stadt gezeigt wird, so eine Panoramaaufnahme, und wo man das dann alles so bei Nacht sieht und so ganz viele kleine einzelne Helligkeitsspitzen dann dargestellt werden. Also ähnlich wie wenn man jetzt New York bei Nacht sieht und dann die ganzen hell erleuchteten Wolkenkratzer sieht. Und das sieht sensationell gut aus. Ich möchte auch noch was sagen zu der Spitzenhelligkeit. Hatte dein Sony, hatte der HDR? Der hat HDR, ja. Weil normalerweise ist es so, dass die, also dass die LCDs wesentlich höhere Spitzenhelligkeiten produzieren können. Ich hatte auch vorher ein LCD von Philips, mit dem ich eigentlich auch zufrieden war, nur der hatte halt ein Softwareproblem. Deswegen habe ich ihn zurückgebracht. Aber der konnte halt wirklich Helligkeiten darstellen, wo du weggucken musstest. Und das hatte ich zum Beispiel bei dem OLED dann nicht. Und jetzt die aktuellen Samsung, diese QLED-Fernsehgeräte, die können ja bis sogar teilweise 4000 Nits darstellen. Und bei den OLEDs ist, glaube ich, bei 1000 Schluss. Also die können halt, also die zumindest je nachdem, was für Modell du kaufst, sind die halt von der Helligkeit den OLEDs also eigentlich deutlich überlegen. Und halt auch, wie du sagtest, bei den ganzen Flächen, das können die OLEDs halt auch nicht sehr gut. Also da geht es dann doch gehen die ziemlich in die Knie. Aber das hört sich jetzt auch alles so schlimm an, wie wir das jetzt reden. Weil normalerweise, ich habe es immer so, ich habe mein Wohnzimmer eh abgedunkelt, wenn ich also Fernsehen gucke. Und deswegen fällt das auch nicht so auf, wenn, dass da halt irgendwo so diese Spitzenhelligkeiten fehlt, auch bei großen Flächen. Ja, das fällt eigentlich dann auch nie so extrem auf. Das ist wichtig, wenn man halt bei Tageslicht, also auch mit offenen Fenstern, etwas schaut. Ja, aus dem Grund fällt mir das wahrscheinlich auch nie großartig auf. Also ich schaue Filme meistens so im leicht abgedunkelten Raum, also nicht komplett dunkel, aber schon mit runtergedimmtem Licht, also so, dass ein bisschen Kinoatmosphäre aufkommt. Und Videospiele spiele ich meistens auch, ja, wenn es geht, so leicht abgedunkelt, dann manchmal auch am Tag, aber halt nie so in einem komplett lichtdurchfluteten Wohnzimmer. Also da hat bestimmt dann der LCD dann seine Vorteile. Ansonsten denke ich, dass du jetzt auch nicht so unbedingt an solche riesen Helligkeitswerte wie jetzt 4000 Nits oder so, dann dass das jetzt wirklich so praxisrelevant ist. Also nee, es macht doch keinen Spaß. Es ist nicht angenehm, in den Fernseher dann zu schauen. Also wenn so eine Sonne ist, dann guckst du irgendwie auch instinktiv weg, weil das macht halt irgendwie auch dann keinen Spaß, wenn es zu hell ist. Ja, also ich würde so einen OLED-Fernseher würde ich grundsätzlich den Leuten empfehlen, die halt hauptsächlich Filme, Serien gucken oder auch Videospiele spielen. Wer jetzt vielleicht dann eher so normales TV-Material guckt oder auch Dokus, meint da, braucht man das, glaube ich, nicht unbedingt. Also sollte man sich einfach überlegen, für welchen Zweck man das halt eben nutzen will und ja dahingehend dann ausrichten, ob man sowas braucht oder nicht braucht. Ich meinte vorhin auch nicht, dass du jetzt testen sollst, ob es sich irgendwas einbrennt, forcieren sozusagen, das zu forcieren, sondern einfach ein weißes Bild mal kurz anzeigen, ein paar Sekunden und drüber schauen, ob sich schon was eingebrannt hat, was du vielleicht sonst gar nicht siehst bei normalen Filmen. Weil wenn da irgendwo so kleine Schatten sind, wenn sich das Bild eh ständig bewegt, dann merkt man das ja auch normalerweise gar nicht, obwohl sich vielleicht doch schon irgendwas eingebrannt hat. Aber ich denke, da, das würde mich nur interessieren, aber es ist jetzt eh egal für mich, weil jetzt kaufen wir uns erstmal keinen neuen Fernseher mehr für ein paar Jahre. Also, und bis dahin hat sich dann eh wieder alles geändert. Aber das, ja, manche Leute kaufen sich ja sowieso auch alle 2 Jahre neue Fernseher. Also viele Leute behalten ihre Fernseher gar nicht so lange wie ich.
Ja, ich bin jetzt auch schon wieder am Liebäugeln, weil die Preise für die 77 Zoll OLEDs, die sinken auch immer weiter. Also gibt es teilweise auch schon für 3000 Euro. Könnte. Oh Gott. Hat ja durch die Pandemie so ein bisschen Geld gespart, auch wenn man nicht in Urlaub gefahren ist. Da könnte man sich ja dann mal wieder was Neues gönnen. Was hast du denn für einen Fernseher momentan? Ich habe einen 65 Zoller von LG. Welcher? Das ist der B7. Also jetzt das Modell ist, glaube ich, rund dreieinhalb Jahre alt. Ich habe den C8, also die Stufe, also einen Ticken größer und das vom Jahr danach. Genau, das müsste dann das Nachfolgemodell dann aus dem nächsten Jahr sein, ja. Und wenn ihr erfahren wollt, welche weiteren Modelle noch toll und schön sind, dann müsst ihr jetzt bei Patreon oder Steady den Podcast unterstützen. Dann bekommt ihr nämlich den Audiostammtisch in voller Länge zu hören. Hier auf Twitch ist aber jetzt nach der ersten Stunde Schluss. Und ich bedanke mich bei allen Leuten, die hier reingelauscht haben. Wir sehen uns. Schaut einfach hier beim Twitch in unseren Sendeplan. Dann erfahrt ihr, wann die nächste Sendung hier startet. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis bald. Tschüss. 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 Ciao.